Mallorca, das ist nicht nur Kathedrale, Ballermann und Jetski, sondern vor allem auch ein Paradies für Golfer. Es gibt insgesamt 24 Plätze auf der Insel. Die High Society bucht dann besonders gern Golflehrer Olaf Möhle. Der Niedersachse, der passt aber so gar nicht ins Klischee. Er ist tätowiert, er hat immer einen flotten Spruch auf der Lippe und Golf war für ihn jahrelang nur was für Rentner. Bis ihn das Golffieber selber gepackt hat. 18 Loch, mehr als 1000 Olivenbäume, Wasserteiche und viel Grün. Das ist Son Gual, einer der neuesten Golfplätze auf Mallorca und der Arbeitsplatz von Olaf Möhle. Bis vor 13 Jahren hatte der Niedersachse mit Golfen nichts am Hut. Jetzt unterrichtet er selber. Am liebsten Anfänger, wie heute die deutsche Sabine. Man sagt ja immer, entweder liebst du Golf oder du hasst es. Dazwischen gibt es nichts. Und das entscheidet sich oft schon nach 10, 20 Minuten. Du siehst Leute, wie kleine Kinder reagieren, weil ihr Ball dann mal auf einmal 100 Meter fliegt. Und dieses Feedback, was du bekommst von den Schülern, das ist so für mich das Größte. Der 53-Jährige ist kein typischer Golflehrer. Zahlreiche Tattoos blitzen immer wieder hervor, stets hat er einen Spruch auf den Lippen. Alles eher untypisch für das sonst so elitäre Ambiente auf einem Golfplatz. Fast. Das nennen wir Kanickeltöter. Und hoch. Jetzt mal mit Ball, macht mehr Spaß. Ganz schön kecken Golflehrer. Man denkt ja immer, Golf ist sehr elitär und Etikette. Und jetzt komme ich daher mit Tattoos drauf und so. Aber am Ende des Tages zählt ja der Mensch eigentlich, der dahinter steckt und nicht das Äußerliche, die Tattoos. Aber es ist immer noch, glaube ich, auch heute noch so, dass die Leute schon erstmal komisch gucken und denken, boah, ein tätowierter Golflehrer. Die lockere Art kommt bei Anfängerin Sabine gut an. Sie ist zufrieden mit dem Lernerfolg des heutigen Tages. Er erklärt dir deine Fehler, er weist dich darauf hin, er gibt dir den Schläger richtig in die Hand. Also ich glaube schon, dass das ein Lehrer ist, der wirklich was erreichen möchte und für ihn auch einen Erfolg sieht oder für sich einen Erfolg sieht, wenn sein Schüler dann eben die Bälle trifft. Eigentlich war der Fußball Olafs Sport. Sein Herz gehört heute noch dem FC Bayern München. Zum Golf kommt er eher zufällig, durch einen Schnupperkurs wie heute Sabine. Ohne Ahnung von Schlägern, Handicap oder Flugkurven haut er seine ersten Bälle raus. Dieser Kurs hat mein Leben verändert. Ich habe Golf in dieser Stunde lieben gelernt. Dann habe ich tatsächlich ein Jahr lang nur Golf gespielt, 365 Tage im Jahr. Ich habe teilweise abends oder nachts auf der Ranch gestanden, hatte nur eine Neonröhre über mir und habe Bälle geschlagen, habe die gar nicht landen sehen und bin dann ganz früh morgens um 7 raus und habe geguckt, wo die Bälle waren. Also es war wirklich eine absolute Golfsucht. Seine damalige Freundin ist vom neuen Olaf nicht so begeistert. Doch selbst das hält ihn nicht auf. Innerhalb eines Jahres verbessert er sich auf ein Handicap unter 10. Eine außergewöhnliche Leistung. Olaf hängt seinen Job im Sportladen an den Nagel, investiert alle Ersparnisse in noch mehr Lehrgänge, um seinen neuen Traum zu verwirklichen, Golflehrer auf Mallorca zu sein. Meine Freunde, die haben gedacht, wie, der arbeitet jetzt als Golflehrer. Die haben natürlich mitbekommen, dass ich mit Golf angefangen habe. Aber dass das dann so schnell auch ging über 3, 4 Jahre, dass ich dann mein Geld verdiene eigentlich mit einem Hobby, was ich dann einfach mal angefangen habe. Und das war natürlich überraschend für die alle. Aber selbst für meine eigene Mutter hat sie gedacht, wie, du arbeitest jetzt als Golflehrer, wie geht das denn? Inzwischen ist Olaf Möhle nicht nur bei Golfanfängern gefragt, sondern vor allem bei den Promis. Erklären kann sich das Olaf selber nicht so richtig. Ob Boris Becker, Franz Beckenbauer, Sängerin Bonnie Tyler oder Hollywood-Star Samuel L. Jackson. Sie alle haben sich von Olaf den richtigen Schwung verpassen lassen. Ist das egal, ob der jetzt US-Schauspieler ist oder Boxer oder ehemaliger Fußballer. Ich mache da keine Unterschiede. Die bezahlen genauso viel Geld wie Frau Müller aus Dortmund. Es wäre unfair, dass ich mir bei Prominenten mehr Mühe gebe wie bei Frau Müller, weil am Ende des Abends habe ich auch das gleiche Geld in der Tasche wie von Herrn Sohn. Ne? Aus einigen Kunden sind über die Jahre echte Freunde geworden, so wie Sven Ottke, ungeschlagener Boxweltmeister und mittlerweile selber passionierter Golfer. Mit ihm trifft sich Olaf regelmäßig auf dem Platz. Warum ist er mein Kumpel? Weil ich ihn mag, weil er ein geiler Typ ist, weil er einfach total entspannt ist. Wir haben immer sehr viel Spaß auf der Runde. Wir frotzeln uns, wir ziehen uns auf, wir verarschen uns. Fauli und der Sven.
Und als Golflehrer muss ich sagen, nicht genau, ja, der Körper war zu früh da, der Kopf war zu früh da oder macht die Hände rum oder wie immer. Er sieht es sofort und ist immer so ein kleiner Tipp, mehr brauche ich im Grunde nicht. Um von der schillernden Welt der Promis und Reichen runterzukommen, zieht sich Olaf gerne auf seine Finca im Nirgendwo zwischen Campos und Santaní im Süden Mallorcas zurück. Pampa statt Palma, Ruhe statt Jet-Set-Leben. Ich muss dieses Zurückgezogene haben von diesem Jetset, weil das ja auch sehr stressig ist. Das ist ja ein verrücktes, schnelles Leben, die Leute immer mehr, immer höher, immer weiter und immer diesen Druck. Und hier fahre ich durch mein Finca-Tor durch und dann entspanne ich mich total. Und diese Energie, die ich hier tanke, die brauche ich auch, um diese Leute wirklich dann auch glücklich zu machen. Derzeit lebt Olaf hier alleine mit seinen Hunden und einer Katze. Tiere waren schon immer seine zweite Leidenschaft. Meist sind es Findelkinder oder sie kommen aus dem Tierheim. Auf Olafs Kommando Püppchen gehen alle zusammen spazieren, auch Kater Coco. Püppchen! Komm, Püppchen! Ja, komm! Ja, komm, Püppchen, komm! Der Kater, der ist mir einfach zugelaufen und der Kater verhält sich wie ein Hund eigentlich. Also es ist so ein Dreier-Team. Ich war schon immer tierlieb, ich bin groß geworden mit Hunden. Und das ist, weiß ich nicht, wenn ich nach Hause komme und die begrüßen mich, das ist für mich herrlich einfach. Olaf kommt ursprünglich aus dem beschaulichen Nörden-Hardenberg in der Nähe von Göttingen, spielt in der Jugend, wie alle Jungs, Fußball, träumt immer von der weiten Welt. Er lernt Kfz-Mechaniker, arbeitet später als Verkäufer im Sportgeschäft. Als er dann nach Spanien auswandert, glauben viele im Ort, dass er scheitern wird. Damals, als ich gegangen bin und habe gesagt, ich gehe jetzt ins Ausland, dann haben die gewettet, naja, der ist spätestens nach einem Jahr wieder zurück, das hält er nicht aus, der wird Heimweh haben und so. Und genau das ist eigentlich nie eingetreten. Kumpel Bernd Frenzel kennt Olaf quasi aus dem Sandkasten, besucht ihn öfters auf Mallorca und hat immer an ihn geglaubt. Wer Olaf kennt, ist ein ehrgeiziger Mann, der, wenn Olaf sich Ziele setzt, dann will er die auch erreichen. Und da ist er auch ein Mann, wenn man noch am Boden ist, er steht immer wieder auf. Das ist sein Ehrgeiz und deswegen habe ich gedacht, er schafft das auch. Und wie gesagt, ich habe nie daran gezweifelt und freue mich auf ihn. Und das Gute ist daran auch, dass er dann noch den Menschen noch ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Das finde ich beeindruckend bei ihm und das zeichnet ihn aus. Für Olaf Möhle ist Mallorca zur Heimat geworden. Beruf, Natur, Freiheit, hier hat er alles. Der 53-Jährige liebt die Mentalität der Mallorquiner, schlendert gerne über die kleinen Märkte wie hier in Santaní. Diese Lebensart von den Spaniern, die ich natürlich nach so vielen Jahren auch übernommen habe. Natürlich die 300 Sonnentage, die wir tatsächlich hier haben. Dieses ganze Paket Mallorca, das würde mir fehlen. Diese vielen Möglichkeiten vom Land, eine halbe Stunde gefahren, bis zu einer Großstadt in Palma. Am Ende des Tages kann man es eigentlich abkürzen. Arbeiten, wo andere Urlaub machen, das ist für mich das Größte. Und auch wenn er seine Mutter und Geschwister in Niedersachsen vermisst und immer mal wieder für ein paar Tage nach Deutschland fliegt, ein Zurück gibt es für ihn nicht. Wenn ich in Deutschland bin, dann halte ich es da 3 Tage aus und dann vermisse ich aber schon die Insel und dann will ich auch wieder zurück. Mallorca, Golf und Promis. Olaf Möhle, der Golflehrer mit großer Klappe und weichem Herz, ist in seinem persönlichen Paradies gelandet und hat hier sein Hobby zum Beruf gemacht.